10 Minuten vor dem Anpfiff gegen Leverkusen. Die Ostkurve bebt. Die neue Hertha-Hymne rockt das Stadion. Vor einigen Monaten hatte ein Hertha-Fan auf einer Auswärtsfahrt im Fanbus ein Lied von Atzenmusik angemacht. Das war die Geburtsstunde eines neuen Stadionhits. Da sind alle ziemlich gut drauf abgegangen. Und deswegen kam irgendjemand auf die Idee, in der Hinrunde beim Spiel gegen Benfica Lissabon das Lied umzudichten von Hey, das geht ab, wir feiern die ganze Nacht auf Hey, das geht ab, wir holen den Europacup. Gut, jetzt sind wir im Europacup gescheitert und deswegen haben wir das Ganze nochmal umdichten müssen auf Wir holen die Meisterschaft. Und es läuft ja momentan ganz gut und deswegen ist der Song auch gut angekommen in der Kurve bisher. Hey, das geht ab! Zum Spiel gegen Leverkusen kamen Atzenmusik jetzt ins Olympiastadion, um gemeinsam mit den Hertha-Fans in der Ostkurve zu singen. Das haben uns schon vorher viele Leute erzählt, dass dieses Lied halt im Stadion öfter gesungen wird, umgedichtet wurde von den Fans. Und dann irgendwann habe ich es auch selber in der Sportschau gesehen. Wir selber sind ja am Wochenende leider auch immer unterwegs auf Tour und können uns die Spiele nie richtig reinziehen, sondern immer nur über Radio hören im Auto. Und so haben wir das dann irgendwie mitbekommen, dass dann sich krass stark verbreitet hat. Das ist Atzenmusik. Die Jungs von Atzenmusik sind Berliner Rapper. Ihre Musik, spaßbetont und nicht immer jugendfrei. Aber für viele jüngere Berliner und Brandenburger genau das Richtige zum Abfeiern. Für den Auftritt im Olympiastadion nahmen die Atzen mal eben 900 Kilometer Autofahrt auf sich. Denn am Freitagabend spielten sie noch in Dortmund. Sind danach zurückgefahren, 4 Stunden, 3 Stunden geschlafen, dann wieder hierher, Soundcheck gemacht. Dann machen wir hier einen Auftritt, dann bleiben wir auf jeden Fall die erste Halbzeit hier, weil dann danach müssen wir leider wieder los. Und dann haben wir heute Abend wieder einen Auftritt im Werl. Was geht ab, hört man jetzt auch schon in anderen Stadien Deutschlands. Haben die Herthaner etwa die neue Meisterschaftshymne der Bundesliga getextet? Ich hoffe eher die Hertha-Meisterschaftshymne und nicht die Bundesliga-Meisterschaftshymne. Aber man weiß ja nie. Im Moment haben die Hertha-Fans in jedem Fall beste Chancen, ihr Lied auch am Saisonende noch selbst zu singen.